Und dann bin ich zu Laney gewechselt und da war natürlich direkt mein erstes, irgendwie so meine erste Aktivität, als ich gehört habe, okay, du kümmerst dich auch um Endorser in deinem Gebiet. Zu Martin Kontakt aufgenommen und so. Mhm. Und gesagt, Alter, kann doch nicht sein, ich habe früher mal ein GH gespielt und so. Ne? Wie dazu irgendwie kam. Sag ich, ja, massenweise Laney Games gehabt. Ja. Und sind wir so in Kontakt gekommen, haben gesagt, ey, hast du Lust, sollen wir irgendwie was zusammen machen? Und dann hat sich das irgendwie so irgendwann mal aufgebaut. Naja gut, und dann hatten wir das so und zu der Zeit hat der Martin auch noch andere Gitarren gespielt, auch aus Amerika, auch kein toller Support und so. Auf jeden Fall hat der Martin dann auf der NAMM, auf dem Laney-Stand gespielt und so und alle waren irgendwie... Ich kann das ja so erzählen, ne? Alle waren irgendwie erschlagen, dachten, Alter, was passiert denn hier gerade? Der James war, ja genau, der James, also mein Chef, James Laney, dazu muss ich euch sagen, wir haben in England auch den Vertrieb für Hoshino, also Ibanez, Tama und so weiter und so fort. Der ist dann zu den Ibanez-Leuten gelaufen, zu dem A&R-Manager, Rocky, und hat ihm gesagt, komm mal schnell rüber an den Stand, ich muss dir mal was zeigen. So, und dann kamen die Ibanez-Leute rüber zu Martin und so kam dann eben auch die Verbindung zu Hoshino. Und ja, damit ist der Martin der einzige deutsche Gitarrist, von dem es weltweit ein Signature-Modell gibt von Ibanez. Und das ist für mich also schon mal ein Ritterschlag. Ey. Also wirklich toll. Bravo, Hut ab dafür. Naja, und dann haben wir natürlich immer so weiter, sind durch die verschiedenen, unsere verschiedenen Serien gegangen. Martin ist hängen geblieben eigentlich bei der Ironheart-Serie und sieht ja brutal nach Metal aus, das schwarze Zeug. Aber kann der Martin euch bestätigen, er liebt den Clean-Ton auch für Jazz. Ja. Es liegt an dem Headroom. Das ist der Amp mit dem meisten Headroom. Ich mag sterilen Clean-Sound. Ich will keinerlei Verzerrung in meinem Clean-Sound haben. Und deswegen ist das der Amp meiner Wahl auch für den Clean-Sound tatsächlich. Ja. Dann haben wir jetzt, wo er hinten mitspielt, ist der IRT SLS. Wir haben eigentlich mit dem IRT Studio, der steht da hinten irgendwo, ist ein 19 Rack-Teil, 15 Watt Röhre. Kann man eben auch, ist vielseitig einsetzbar, eben auch wenn ihr Aufnahmen machen wollt und so weiter, braucht keine Box und so. Das ist eigentlich unser Topseller. Da war einfach das Problem, dass viele Gitarristen, die den mitgenommen haben, einfach gesagt, geht vielleicht ein bisschen kleiner und ein bisschen mehr Power und so. Und dann kam man eben mit diesem Teil, was gekoppelt ist mit zwei Röhren, sind zwei kleine Vorstufenröhren drin, aber ein Class D Monoblock dahinter, der, ich weiß nicht technisch wie, aber der auch etwas um die Röhre rumarbeitet. Und den haben wir letztes Jahr auf der NAMM vorgestellt und ist eigentlich auch ganz gut angekommen, obwohl es eigentlich ein Class D-Amp ist, aber alle haben so Spaß, die längere Zeit Ironheart gespielt haben. Du hast auf der Messe gespielt und hast direkt den Klingenkanal ausprobiert. Wie gesagt, das ist wieder das gleiche Spiel. Im Grunde hat er noch mehr Headroom als der andere, als der 30 Watt, ne? Genau. Und das Ding ist, war halt dann immer so, bei lauten Events musste ich dann halt den Volume-Regler sozusagen an die Grenzen bringen. Wenn man schon so viel mit Vorstufenverzerrung arbeitet wie ich und sich das mit der Endstufenzerre mischt, ist das eher ein unangenehmer Effekt. Also entweder oder sozusagen muss man sich entscheiden. Und der hat halt gar keine Endstufenzerre, weswegen man den aufdrehen kann ohne Ende und kriegt trotzdem diesen super, mit diesem super verzerrten Sound mit ganz viel Headroom. Der matscht nicht, wenn man auf tiefen Seiten mutet. Und das ist immer das, was ich möchte. Es ist nicht jedermanns Geschmack, aber wer genau diesen Sound möchte, und das mögen vor allen Dingen Leute, die eher einen Heavy Sound spielen, da ist das eigentlich zuträglich. Das Bang. Es ist eigentlich zuträglich, dass der nicht so eine Röhrensättigung hat. Wir haben die Sache ja auch mit unserem lieben Endorser Matthias Eklund, der ja mittlerweile 8-Seiter spielt. Und da hat man schon so zwischendurch mal gedacht, aber die Amps, die können das irgendwie, machen das. Und er bleibt doch bei den Amps, er könnte ja, keine Ahnung, kann ja andere Amps haben. Ne? Ja, das ist so, wenn du so eine Röhrenendstufe in der Regel hast, ist, wenn du tiefe Noten spielst und mutest, hast du so einen Squish-Effekt. Mhm. Dass du merkst, dass die Endstufe so ein bisschen nach unten sackt und so macht. Und das hat der überhaupt nicht. Mhm. Wenn ich jetzt mal auf den Terra-Kanal gehe, ihr seht hier, Boost ist an und wir sind, also dieser Amp hat bei so viel Zerre schon mehr Zerre als 99% der anderen High-Gain-Amps, die voll aufgedreht sind, ja. Aber wenn ihr das hört,
okay, liegt dran, weil ein Klasse Monoblock drin ist. Ja. Bei den anderen Sachen ist das häufig auch so, oder bei den Röhren-Ems ist es häufig so, warum man nicht absagt, hat auch was zu tun mit dem Ringtrafo, was wir da drin haben. Ne? Also es ist ja bei jedem Anschlag, den ich mache, gebe ich dem Amp ja irgendwie ein Signal und so. Und wenn man so eine Messkurve sich anguckt, dann sacken die eigentlich immer so ein bisschen ein, was ja völlig normal ist, ne? Weil der Strom durchstreut. Aber je weniger das einsackt, umso mehr hast du natürlich den Anschlag dann vorne, ne? Was ganz gut ist. Und das ist halt, ja, selbst bei dem IAT SLS, was heißt selbst, das ist da eben wirklich gut gelungen. Und also jeder, der den bisher mit hatte, ich habe auch einen, den ich dem Frank Panet mitgegeben habe, dem Manni Schmidt mitgegeben habe, die das einfach mal dann auf Festivals nutzen und so, um zu sehen, ob das Ding dann funktioniert, weil für die ist das super, so ein Ding in der Tasche zu haben, die Gitarre dabei. Und dann sind die für jedes Festival sind die gewaffnet und haben eben ihren Sound, den sie halt gerne haben. Ne? Also, und deshalb haben wir das Ding eben gemacht, ne? Weil er wirklich klein ist und hat auch genug Power. Und ja, also eigentlich vermisst du da was jetzt zu deinen Röhren? Nee. Ich glaube, aus psychologischen Gründen würde ich im Zweifelsfall noch auf den großen gehen, aber, ja. Aber das aber ist eher psychologisch. Ja, ob ich einen Blindtest bestehen würde, weiß ich nicht. Ja, ne? Weiß nicht. Also wir haben sowas auch mal gemacht zwischen dem IAT Studio und dem SLS und das hat sich so die Waage gehalten. Ne? Also wahrscheinlich kann man sogar in dem Test sagen, okay, das ist halt irgendwie eher Zufall, dass man trifft, als dass man es hören könnte. Aber das muss auch jeder für sich irgendwie. Ne? Also ich habe damit keinen Stress, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin jetzt so der Fanatiker in die eine oder in die andere Richtung. Ne? Wobei man ganz klar sagen muss, wenn man natürlich so einen LA30 da hinten hört, der ja sehr... ganz andere Schule. Das ist halt so eine Gitarre, das könnt ihr gleich gerne mal ausprobieren, ihr Gitarristen, Frank oder Peter. Probiert das Ding mal aus mit so einer Strat oder so, wie direkt der Ton dann kommt. Das macht schon Spaß. Also da merkt man schon, dass das auch seine Daseinsberechtigung hat. Ne? Habt ihr Fragen zu Laney oder zu den Amps oder zu irgendwas? Ja, Herr Martin, wer? Wie verhält der SLS sich mit verschiedenen Ohm-Cabinets? Ey, super, guck mal hinten drauf. Du hast zwei Schalter da, ja? Und einmal 16 Ohm und der Rest macht er auf der linken Seite alles weg, egal ob einmal 4 Ohm, einmal 8 Ohm, zweimal 8 Ohm. Also die Leistung ist quasi immer da, egal wie viel Ohm. Also ja. Er hat nicht weniger Leistung bei einer... Ja doch, klar, muss er ja. Aber es ist nicht so eklatant, dass du das merkst. Dafür hast du genug. Ne? Du hast 300 Watt Klasse D. Ich bin jetzt aber, muss man dazu sagen, nicht im 300 Watt Modus. Nee. Das ist also eine rote Lampe. Guckt euch mal an, da ist eine rote Lampe in der Wattage Control. Ja? Und wenn der Martin die mal rauszieht, ohne dass die Ohren wegfliegen, wird die Lampe blau. Und dann seid ihr jetzt von 60 auf 300 Watt Modus. Und in dem roten seid ihr von 1 auf 60 Watt. Mhm. Ne? So, und wenn ihr dann das Ding nochmal rauszieht, dann hast du halt die volle Leistung. Ne? Ja. Kannst du ja nachher mal ausprobieren. Alleine bitte. Wir haben das mal gemacht. Das ist, aber der Schlimmste ist so, wir haben ja sehr viele Martins hier. Ja, aber jetzt möchte ich mal den Martin Stoll erwähnen hier vom Musikerboard. Hallo Martin. Und der ist so wahnsinnig, der hat nämlich diesen LA100 BL, das heißt also dieses 100 Watt Ding ohne Master Volume mit der 412er. Ah. Und ihm war das unheimlich wichtig mal zu erfahren, was macht denn so ein Amp, wenn man den voll aufreißt. Ne? So. Ne? So was kann man natürlich nicht in geschlossenen Gebäuden machen. Ja? Weil dann kannst nutze Silvester. Glasaufstellen und so weiter. Also hat er die ganze Karre draußen auf sein, der hat ja keinen Garten, der hat ein Feld da irgendwie oder eine Riesenwiese, hat er da rausgekarrt irgendwie, so 200 Meter entfernt, mit einer Funkstrecke dann, mit seiner Gitarre und hat den voll aufgerissen und hat sich dann gefreut, wie schön laut der dann doch noch im Garten ist. Ich weiß nicht, hast du damals Dezibel gemessen oder so? Nee, ich habe keine Dezibel gemessen, ich habe aber festgestellt, dass mir die Funkstrecke zusammenbricht, bevor ich den End nicht mehr höre. Wow. Okay. Du hast nur die Vögel vom Himmel fallen sehen. Nur für die Bayern-Fans 3-0. So. Yes! Okay, sonst noch was?
zu Laney. Und gemessen wurde der LA im Hof von Laney. Wir haben gemessen, 136 steht so. Sind zwei oder drei mehr als im Starten der Jumbo, wenn am Ende der Händel genau steht. Und da magst du nicht jetzt wirklich Sinn macht, wahrscheinlich nicht, aber es hat halt einfach Spaß gemacht und ein bisschen Spaß. Es war, es war insofern interessant, weil ich hatte mich mit Linden ja auf den Namen unterhalten zu dem M. Für die Kneipe. Und wir sind gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass die 50 Stück, die es nur gibt, auch mehr als angemessen sind, weil es gibt nicht mehr als 50 Musikliebhaber, die auch ein Fußballstadion besitzen, genau, die sie den vernünftig nutzen können. Um das Ding zu spielen. Also es ist natürlich die richtige Dosis. Es ist natürlich für absolute Liebhaber. Heute wird wahrscheinlich Peter live, du spielst viel live. X-Effects in keiner, zum Beispiel. Genau. Keiner mehr so was machen. Das ist aber auch dann vielleicht so eigene Lust darauf, was ich auch gut finde. Also so ein 30 Watt Röhrenamp oder so, den kann man durchaus noch auf einer Bühne spielen, so dass man auch seinen Sweet Spot findet. Ich bin ja auch Live-Mixer. Ja. Ich hasse es. Ich weiß. Deshalb haben wir für dich... Kaffee Hart vor kurzem, weißt du, da steht dann so eine Tonehunter-Amp und der reißt die Karre auf und hat den so scheiße stehen, dass er nicht hört und haut sich nochmal alles auf den Monitor, da flippst du echt aus. Also. Bist du tot, machst du nichts mehr. Deshalb haben wir bei vielen unserer Amps, Peter, auch DI-Outs. Ja, wenn du willst mit Boxensimulation, ne, ein besseres Signal kannst du als Micha ja gerne mehr kriegen dann. Ne? Und wenn der sich dann auf der Bühne noch einigermaßen vernünftig verhält, dann denke ich mal, ist das für dich als Micha, ne? Das ist doch der Martin, das ist auch noch, der Martin Bär ist auch noch so einer, der hier mit den Wänden spielt bei Killers, oder? Na, eine 4x12er, also. Ah, okay. Also heutzutage ist das schon, ist das schon selten, ne? Ja. Aber ich denke, das ist dann auch einfach, weil wir ja zumindest die meisten hier, bis auf ein, zwei, drei, Hobbymusiker sind oder so, ne? Weil es halt auch selber einem Spaß macht und wenn Lust hat, das Zeug zu schleppen, why not? Ne? Ja, wollte ich nicht mehr. Oder fragen. Ich bin Hobbymusiker, ich habe 4x12er zu Hause. Arbeitszimmer stehen auf 12 Quadratmetern, das muss schon sein. Jeder Hobbymusiker muss 4x12er zu Hause haben. Das ist, glaube ich, die Zielgruppe heute, oder? Ja, das war die erste Anzahlung. Jetzt, wo ich die Kohle habe, wenn mir das leisten können, was ich mir früher nicht leisten kann, ne? Dann musste ich mir so ein 50-50 zu Hause stellen. Und kein Ding mehr. Nein. Gott will, jeder, was er mag. Aber nicht hier jetzt, bitte. Nee. Okay, habt ihr sonst noch irgendwas? Oder soll Martin heute spielen? Oder?